Guten Tag. Moin, Moin, Christian, mein Name. So, jetzt ist mal nicht zugehen soll. Guten Tag. Guten Tag, Volk. Pennymarktleitung hier in Geretsried. Am Stern, denke ich. Und Polizei Geretsried. Guten Tag. Wir hatten noch nicht so viel zu tun. Eigentlich noch gar nichts. Aber ja, in diesem Fall ist die Polizei erwähnt worden von einem Mitarbeiter von dem Pennymarkt. Es ging um Folgendes. Ich war gerade beim Einkaufen, wollte mir Getränke kaufen. Was mache ich? Aha. Erst war ich mit, ich hole mir eine Tüte, wo ich bezahlen wollte. Aha. Mache mir da meine 8 Flaschen Cola rein. Wie weit auch zum Verkauf, aber ja, ich zahle die Steuern zurück von den Gewinnen. Aha. Kein Scherz. Und ja, da habe ich gedacht, ja, wenn ich an der Kasse bin, dann möchte ich doch bitte direkt an den Geldbeutel kommen. Da habe ich es gemacht, ich habe die Flaschen runtergestellt und das dann das Sixpack unten drunter gestellt. Also mehr Gewinn dann, wenn ich mehr verkaufe. Der Mann ist tot. Und dann habe ich Sixpack flach hingelegt und die Tüte wieder aufgelegt mit den 6x, 8x 2 Liter Flaschen. Und dann, ja, da ich doch, der Mann ist tot. Der Geldbeutel lag kurz links auf dem Regal. Aber ich habe das da extra nur gemacht, damit, wenn ich bei der Kasse bin, ja, ich habe einen Laptop unten drunter als Unterlage gehabt, damit ich dann direkt bezahlen kann. Ja, also, ich stecke dann die 8 Flaschen auf den Schoß und fahre zur Kasse. Ich meine, es ist sehr wahrscheinlich, damit wer das hat liegen lassen. Ich meine, der wäre offensichtlich. Ich meine, wenn da jemand einen Geldbeutel sieht, einen schwarzen, dann ja, zu dem Dumm-Dumm-Dumm brauche ich nichts sagen. So ein paar Meter war jetzt auch wieder bestimmt Grinsen dabei. Vor allem, wenn die Viecher lachen. Dumm-Dumm ist tot und mir auf Pause klickt. Seht ihr ein welches Grinsen? Nicht meins. Auch ich lache auch nicht. Aber ja, da fahre ich zur Kasse. Da fällt da ewig doch die Flaschen erstmal auf die Kasse. Kassendings. Und dann, weil ich die Geldbeutel im ersten Zug nicht gefunden habe. Und dann? Ja. Ist sogar von einer Wertin, die hinter mir war, die hat auch in der Tüte nochmal nachgesehen, war auch nichts dran. Ewig. Das sieht sogar auf die Seite. Und dann? Laptop hoch, nachgesehen, ist der Geldbeutel weg. Ist nach. Dann bin ich zurückgefahren, ob der doch noch da liegt. War nicht mehr da gelegen. Auch nicht auf dem Weg verloren. Und dann, ja, war ich hier vorne. Ja, und dann, okay, jetzt rede ich mal mit dem Mitarbeiter, ob den jemand abgegeben hat, weil es hätte ja sein können. Und dann habe ich den Mitarbeiter lang gefragt, weil ich meine, einfühlte, da gibt es ja Kameras. Vielleicht ist nicht direkt in diesem Gang, wo die Getränke sind. Aber ja. Und dann, ja, man sieht ja, wann ich wieder im Kamerabild bin, wann ich zur Kasse fahre. Und ich war eigentlich nur heute, aha, in dem Getränke. In dem Getränke, aber ich bin reingefahren, zum Getränkeabteil, aha. Ja. Und dann vom Getränkeabteil zur Kasse. Müsste man also sehen, wann und wie viel Uhr ich das gemacht habe und wer dann in den Kameragängen entlang gegangen ist. Und wenn hinten end oder wenn einfach entlang gegangen wird, noch gesehen wird und dann vielleicht wird er gesehen, wie jemand in den Getränkegang reingeht. Und dann ist der Punkt, man weiß ja, wann das Personal und ich und ein werter Mitbürger auch zum Regal gingen. Also dann nochmal. Welche Personen sind in diesem Zeitraum in den Gang entlang gegangen? Somit Polizei. Ich meine, ja, besteht die Möglichkeit, kann man das Dieb nennen? Ich weiß es nicht. Ich meine, es waren knapp 50, sind über 50 Euro dran. Oder nur 59, 72. 59, nein, ja, 49, 72. Oder 54, 72. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, habe ich mir dann gedacht, auf der Rückfahrt, Rollstuhl. Ja, könnte ich auch mal die Polizei dann grüßen. Ich meine, wir hatten ja noch keinen Kontakt. Ich habe euch zwar in dem Haus hier schon mal gesehen. Ja. Aber nichts wegen mir. Und ja,
Ja, wer die Chefin oder Chef von dem Pennymarkt? Ich meine, ja. So obliegt ja jetzt eure Entscheidung, oder? Ich meine ja auch, wie passend. So gesehen, wenn ich jetzt mal diesen Spruch hier, war ja wie weit auch achtlos von mir. Das achtlos ist die Wahl der Entscheidung. Im Endeffekt, ja, ich habe doch dumm, bam, dumm. Auf Basis war schon eine gewisse Art da, aber wenn das tatsächlich noch da gelegen war und ich habe die Taschen so aufgemacht, dann wäre ich doch echt nicht, oder? Alles so draufgelegt und dann gefahren sein, oder? Und der Geldbeutel war noch da gelegen. Die Vermutung ist ja, ich bin gefahren und der ist mir schon öfters was an der Seite beim Rollstuhl runtergefahren. Somit muss ich mir gleich überlegen, ich baue meinen Rollstuhl, ich habe auch einen Schreibtisch, so eine Ablage. Ich baue mir noch einen Medienschreibtisch hin, wo der Laptop und so raufkommt. Und Anhänger, damit zum Einkauf und so weiter. Oh. Dann Kameras kommen hin. Naja. Ja, damit der Marion was damit da nichts rausfahren kann. Also, da wäre ja alles acht voll. Aber das Los, meint er, die Wahl der Entscheidung. Oh, wie dumm, das auch. Dumm, bam, dumm. Oh, lose. Aber ja, stell auf das. Dumm, bam, dumm. Bei und bis sehr. Da wäre Sender. So ein Ausdruck, da geht noch der Strich ab bei dem A rechts. Das heißt Dauerwerbesend mit AH. Dauerwerbesend klein geschrieben, aber das AH groß. Das AH war auch groß, kann der Kasse war. Aber ja, ich bin Mediengestalter und ja, die ist ja seine Süße. Die war im Ausdruck mit dabei. Aber das ist meine Freundin. Eine Freundin, du warst der beste Mensch der Welt, eine Jüdin. Ja, Weltverbrechen ist drauf geschaut. Ja, die deutsche Polizeimaker hierzulande gut. Tür ist versucht worden zuzumachen, aber es klappt ab und zu nicht und ist wieder aufgegangen. Aber ja, macht nichts, Zimmerkollege kommt rein. Ich bitte ihn einfach, ob er die Tür zumachen kann. Kannst du die Tür bitte zumachen? Danke. Ist zu. So. Ja, ich bitte jetzt einfach. Hey, Mama, sehr gut. Das war jetzt quasi ein 0815 Video. Hey, und viel dumm, bam, dumm war gar nicht dabei, oder? Aber ja. So. Was alles gesagt? Ich bitte doch, ja, irgendwie schon. Was denn immer? Schreibt es bitte in die Kommentarleiste, ob ihr, wenn ihr ein, wie gesagt, weich wie weit ein Brot wegen der Fahrlässigkeit, also der Achtlosigkeit. Ja, was sollte die Chefleitung und da mal über das Video drüber schauen? Mit Erlaubnis von der Polizei oder so, was da gesagt wird, was gebraucht wird. Ich bedanke mich auch beim Pennymarkt und der Polizei. Danke, danke.